So, Freunde, und herzlich willkommen hier zu diesem heutigen Video. Und heute möchte ich noch ein paar kleine Sachen erwähnen, ansprechen hier und da. Vielleicht auch noch ein, zwei, drei Fragen beantworten. Gucken wir einfach mal. Aber ich möchte vorerst eine Sache ansprechen. Ich bin 3000 Mal überlegen, ob ich es wirklich ansprechen soll, weil dieses Thema schon 1 Million Mal von jedem durchgekaut wurde. Aber ich habe mir einfach mal gedacht, auch ich werde es nochmal ansprechen. Und zwar hat das Ganze was mit dem Thema eigene Meinung zu tun, mit dem Thema eigene Meinung äußern, sprich auch das Ganze offiziell zu äußern. Ich habe vor einigen Tagen was getweetet gehabt und ich muss mal kurz den Tweet nochmal raussuchen, damit wir das Ganze auch nochmal finden, damit ich das Ganze auch nochmal komplett und richtig ansprechen kann. Und zwar hatte ich getweetet gehabt. Wo ist dieser verdammte Tweet? Ich suche diesen Tweet und ich finde ihn nicht und ich finde ihn nicht und ich finde ihn nicht und ich finde ihn nicht. Wo ist dieser Tweet? Mein Gott, das kann nicht sein, dass ich jetzt so blöd bin und diesen Tweet nicht mehr wiederfinde, was ich getweetet hatte. Und danach hatte ich noch getweetet, dass ich getweetet hatte. Ich finde es einfach nicht mehr wieder. Jedenfalls hatte ich sowas in einer Art geschrieben von wegen, dass man erst eine eigene Meinung haben darf, wenn man genug Abonnenten, wenn man genug Follower und wenn man genug Fans hat, quasi. Natürlich war es in dem Sinne ja nicht ernst gemeint. Habt ihr ja, denke mal, das wird auch jeder von euch verstanden haben, ganz klar. Was ich damit eigentlich sagen möchte, ist folgendes. Mittlerweile habe ich das Gefühl, dass man nicht mehr seine eigene Meinung äußern kann, ohne irgendwie gleich von allen Seiten angegriffen zu werden, egal auf welcher Plattform es ist, es ist ganz egal. Man hat nicht mehr die Möglichkeit, seine Meinung zu äußern oder auch seine Meinung zu bestimmten Leuten hier auf YouTube zu äußern. Und ich möchte jetzt keine Namen nennen, ich denke mal, das kann ich mir sparen. Worum es geht und um wem es gehen könnte oder um welche mehreren Leute allgemein. Man darf seine eigene Meinung nicht mehr äußern, ohne jetzt irgendwie von allen Seiten angegriffen zu werden quasi. Eigene Meinung äußern hat natürlich auch Unterschiede. Natürlich kann man eine eigene Meinung mit viel Beleidigung äußern. Das ist für mich persönlich keine eigene Meinung, sondern es hat dann schon eine andere Grenze. Aber ich finde, wenn man seine eigene Meinung gut begründen kann und wenn man diese auch konstruktiv äußert oder auch mit Verbesserungsvorschlägen oder wie auch immer, dann finde ich, kann man das völlig akzeptieren. Aber ich denke, das ist irgendwie, oder ich habe das Gefühl, das ist momentan einfach nicht mehr möglich, weil in gewissen Weisen dann Leute kommen und einen trotzdem direkt irgendwie irgendwas an den Kopf werfen und dann irgendwelche, ja, Ausreden suchen, du kannst es doch dies nicht, dann mach es doch besser oder irgendwas. Nur wenn man jetzt eine gewisse Kritik zu gewissen Leuten geäußert hat. Und ich tweete ja auch gerne einfach mal gewisse Sachen mit so ein bisschen Hintergrund und dann habe ich schon ganz oft, oder ich habe schon ein, zwei, drei Mal dann dazu darauf einen Tweet erhalten, ob ich dann irgendwie blöd bin oder was, oder ob ich irgendwie kindlich bin oder sowas. Oder frage ich mich, was hat das mit kindlich sein zu tun, wenn man seine Meinung einfach konstruktiv äußert? Natürlich gibt es da Unterschiede, wenn man sie konstruktiv äußert und auch einfach mal das Ganze mal von einer anderen Seite betrachtet und nicht immer währenddessen durch die rosarote Brille schaut, dann sieht es nochmal ganz anders aus und dann sieht die Welt auch nochmal ganz anders aus und da sehen auch manchmal gewisse Leute auf YouTube ganz anders aus. Und momentan habe ich irgendwie das Gefühl, dass es noch relativ schwierig sein wird in der nächsten Zeit, wenn es so weitergeht, dass man seine eigene Meinung gar nicht mehr äußern kann, obwohl man ja hier in diesem Land diese Möglichkeit eigentlich hat. Von daher denke ich, es wird immer zu Konsequenzen irgendwie führen und es wird auch immer irgendwie zu gewissen Auseinandersetzungen führen. Und solange es im gewissen ordentlichen Rahmen ist, finde ich es okay, wie man den Meinungen hinterfragt, wie man auch mal die andere Meinung hört. Aber man darf sich nicht deswegen gleich zerkleinern quasi und dann aufeinander losgehen und dann die ganze Community aufeinander hetzen. Das finde ich irgendwie, weiß ich nicht, das bringt irgendwie nicht den gewissen Erfolg, den vielleicht der ein oder andere mit erzielen möchte. So viel aber jetzt erstmal zu diesem Thema, was ich erstmal ansprechen wollte, weil ich denke, das ist ein Thema, was irgendwie jeden angeht. Da ist jeder ab und zu mal von betroffen. Das wollte ich nochmal loswerden. So viel dazu, aber ich wollte es jetzt ja auch nicht noch 25.000 Mal auseinanderkauen, denn ich denke, jeder weiß, worum es geht. Jeder weiß, worauf ich nochmal aufmerksam machen wollte und jeder weiß, wie das Ganze aussieht und wie es auf den sozialen Plattformen aussieht damit. Und ja, deswegen wollte ich jetzt nochmal eine kleine andere Sache ansprechen, und zwar, wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, habt ihr vielleicht bemerkt, dass ich meine Designs ein wenig aufgefrischt habe, denn ich habe mir gedacht, es wird langsam Zeit, dass wir Hamburg ein bisschen wieder repräsentieren, und deswegen habe ich meinen Twitter, meinen Facebook Profil, privates Profil und auch öffentliches Profil, sowie meinen YouTube Banner geändert, habt ihr jetzt vielleicht schon gesehen.
Und das Ganze jetzt nochmal auf die Facebook-Profile zurückgesprochen. Ihr wisst ja, ich habe ja auf Facebook, ich bin ja auch bei einem öffentlichen Profil, ich habe ein öffentliches Profil quasi. Und da habt ihr übrigens ja die Möglichkeit, mich ganz normal zu followen und oder zu folgen oder wie auch immer, euch als Fan zu markieren oder wie man es auch ganz nennen mag. Mir ist es eigentlich relativ egal, ihr seid alles Zuschauer und ihr seid alle da, wie ihr da seid. Dann habe ich ja genauso bei Facebook, wie natürlich jeder oder fast jeder oder wie man es auch haben muss, eine private Seite. Und ich habe das Ganze nämlich jetzt so eingerichtet, dass die private Seite und die öffentliche Seite eigentlich relativ gleich aussehen. Und zwar, wenn ihr noch meine private Seite entdecken solltet, die übrigens genauso wie meine öffentliche Seite heißt und die auch den gleichen Banner hat und auch das gleiche Profilbild momentan. Falls ihr meine private Seite findet, habt ihr auch da ganz normal die Möglichkeit, mich zu abonnieren. Das ist ja eine Funktion, die kann man, glaube ich, aktivieren, wenn man 18 ist. Und die habe ich schon irgendwie vor über einem, fast einem Jahr bald aktiviert. Und ich werde da schon bald 19 jetzt am 17. Alter, ich werde schon bald 19. Shit. Also quasi ist es schon einige Zeit her, wo ich diese Funktion aktiviert habe. Das heißt, ihr könnt mich da ganz normal abonnieren. Denn ich kann nicht jeden als Freund auf meiner privaten Seite annehmen, weil dann verliere ich da selber den Überblick. Und private Seite ist ja halt immer ein wenig privat. Das heißt, ihr könnt mich da ganz normal abonnieren, wenn ihr Bock drauf habt, wenn ihr Bock drauf habt auf privaten Shit. Wobei ich privat eigentlich nicht ständig jetzt Facebook vollballer. Ich poste relativ viel eher auf meiner öffentlichen Seite. Das heißt, wenn ihr mehr über erfahren wollt, dann verfolgt die öffentliche Seite oder meinetwegen auch und die private Seite. Aber ich bin mehr auf der öffentlichen Seite aktiv. Aber wer trotzdem auf die private Sache Bock habt, da habt ihr die Möglichkeit, mich zu abonnieren und dann bekommt ihr auch die ganzen Sachen, die ich da poste, wie auch immer, auf eure Startseite. Das wollte ich erstmal mal dazu erwähnen, zu den ganzen privaten Kram und Facebook und Twitter und den ganzen neuen Designs und so weiter und so fort. Und jetzt, meine lieben Freunde, möchte ich noch ein, zwei Fragen beantworten, die ich noch vor kurzem, habe ich ja noch eben noch gestellt gehabt, gerade heute vor ein, zwei Stunden, habe ich ja noch gefragt gehabt, ob ihr noch irgendwie ein Thema habt oder eine Frage. Thema wäre jetzt zu lang für dieses Video, deswegen ein paar Fragen. Und zwar noch eine liebe, schöne Frage von Dweb. Und zwar hat er geschrieben, Hashtag fragdanny, @whammydanny, wie findest du diesen einen arroganten und abgehobenen YouTuber namens Dweb? Und da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ja quasi schon wieder auf dieses vorherige Thema jetzt eigene Meinung und so. Und ganz ehrlich, das finde ich richtig, richtig kacke. Abgehobene YouTuber oder arrogante YouTuber geht gar nicht, deswegen gehst du auch gar nicht. Nein, kann ich nichts mit anfangen, kann ich mich nicht mit identifizieren. Absolutes No-Go. Und dann noch eine zweite Frage von Leopard, beziehungsweise @leopardenseele. Sie hat geschrieben, @whammydanny, Hashtag fragdanny, was würdest du dir wünschen, wenn du 3 Wünsche frei hättest? Und ich denke mal, wenn ich 3 Wünsche frei hätte, würde ich mir natürlich als allererstes wünschen, dass ich so viele Wünsche habe, wie ich haben möchte. Ganz klar, also unendlich viele Wünsche. Aber was würde ich mir noch wünschen? Also ich würde mir auf jeden Fall wünschen, für immer gesund zu bleiben, weil ich denke, Gesundheit ist das Wichtigste und Gesundheit ist auch irgendwie das, was das Leben nachher ausmacht. Und wenn man irgendwie krank wird durch irgendwelche Umstände, ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als das. Und was würde ich mir noch als drittes wünschen? Als drittes würde ich sagen, Familie zu haben. Immer Leute zu haben, die für einen da sind, dass man auch untereinander füreinander da sein kann. Ich glaube, dann auch wiederum wäre da nichts Schlimmeres, als wenn man keine Person hat, keine Bezugsperson oder allgemein keine Bezugspersonen. Ich glaube, dass also Familie, Freunde ist das Dritte, was man eigentlich braucht zu Gesundheit, also der soziale Kontakt. Das war es quasi mit den zwei beiden Fragen, die ich noch mit reinnehmen wollte. Und dann würde ich sagen, war es ja mit diesem Video. Es ist schon wieder viel zu spät. Dieses Video wird auch wieder viel zu spät kommen. Es tut mir einfach leid, dass ich da einfach nichts auf die Reihe kriege. Aber es ist typischer Pfingstmontag, es ist wie ein Sonntag und da kriegt man nichts auf die Reihe. Aber ich habe auch schon vorhin gepostet gehabt irgendwie. Und dann würde ich sagen, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann beim nächsten Video und tschüss, danke, tschüss.